Allein vom Zuschauen kriege ich ja schon Muskelkater. Aber es bringt nichts. Ich muss da durch und zwar in einem Dirndl. Schließlich heißt ja auch das Training hier Lederhosen und Dirndl-Workout. Also, auf geht's! Eigentlich heißt es nur Lederhosentraining. Doch unsere Reporterin hat sich gedacht, ein eng sitzendes Dirndl ist vielleicht noch effektiver. Damit stand sie an diesem Abend zwar alleine da, doch einige Sportbegeisterte sind zumindest in Lederhosen gekommen. Aber eigentlich ist es egal, ob mit oder ohne Tracht. Das Training ist anspruchsvoll und der Muskelkater ist garantiert. Also ich kann sagen, ich kann hier kaum noch atmen. Und ich spüre all meine Muskeln. Und dann soll man auch noch lächeln. Man merkt es gut in den Muskeln, also sind schon schwer. Ist schwierig. Die engt dann doch ein bisschen ein. Ja, aber ist schon was anderes. Und macht auf jeden Fall Spaß. Ist wurscht, ob mit oder ohne Lederhosen. Ein bisschen enger halt, aber ansonsten anstrengend. Lohnt sich auf jeden Fall. Ein bisschen beengend, aber ansonsten geht es eigentlich ganz gut. Am Anfang ist es schon ziemlich schwer, aber man gewöhnt sich dran mit der Zeit. Also es wird immer einfacher. Was gefällt dir denn an diesem Training besonders gut? Dass es in der Luft ist, dass man mit anderen Leuten zusammen trainieren kann. Ich finde gut, dass es echt Spitzentrainer sind und dass es kostenlos ist, dass jeder mitmachen kann. Ganz genau, mitmachen kann jeder. Das Lederhosentraining findet von April bis Ende Oktober jeden Montag im Englischen Garten statt. Die Idee zum Workout auf Bayerisch ist vor rund 3 Jahren nach einem Wiesenbesuch entstanden. Der Erfinder Klaus Reitmeier kommt aus Bayern, aus Berchtesgaden. Und der hat gesagt, der hat es irgendwann mal gemacht, nach der Wiesn ist er zu einem Training gekommen mit seinem Klienten und der war so begeistert, dass Klaus gesagt hat, wieso nicht das Ganze auch in Lederhosen machen. Und es ist ein funktionelles Training nach neuesten wissenschaftlichen Standards. Die Trainingsschwerpunkte liegen auf Bewegungskoordination, Körperhaltung und Rumpfkraft. Rund eine Dreiviertelstunde lang wird trainiert und die Ergebnisse sind dementsprechend relativ schnell sichtbar. Und das auch ohne Tracht. Ich glaube, die Tracht ist einfach für viele Leute hier so ein Identifikationspunkt und hat keinen funktionellen Vorteil. Die Idee hinter dem Lederhosentraining ist natürlich schon, das Ganze irgendwo aus der Tracht herauszumachen. Allerdings ist es nicht ganz so praktisch und deswegen gibt es einige Alternativen. Wie hier zu sehen in dem Look einer Lederhose, die aber deutlich flexibler sind und da reißt nichts und alles sitzt am rechten Fleck. Na toll. Das hätte man ihr auch früher verraten können. Letztendlich muss sie aber doch sagen, es ist eine tolle Idee, aber im Dirndl einfach nicht machbar. Deswegen gehe ich jetzt heim. Tschüss. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.